Hey, abgeranzten Camper, willkommen zurück zu The Quarry. Es geht weiter hier. Ich werde mir noch mal ganz kurz die ganzen Sachen angucken. Wir sind auf der Insel gewesen mit Emma. Septimus See. Der Septimus See war früher das Herz des Steinbruchs und wurde nach Septimus Hackett benannt, der die Entscheidung traf, den Steinbruch zu schließen und zu fluten. So ebnete er den Weg für die spektakuläre Rückkehr zur Natur, wie wir sie heute sehen. Ja, Achtung, schwimmen nur unter Aufsicht erlaubt. Und das Baumhaus. Unser schönes Baumhaus wurde vom Campleiter Chris Hackett persönlich gebaut, der dabei größten Wert auf Sicherheit und Spaß legte. Wer sich auf eine Abenteuerreise zur Insel begibt, zum Baumhaus hinaufklettert und sich darin umsieht, wird es sicher nicht bereuen. Ja, wir haben einen neuen Hinweis. Die Tarot-Sammlung. Ah ne, warte, das war die Tarot. War zu weit. Hinweise. Northkill Gazette. Die Leiche im See könnte einer der vermissten Wanderer sein. Offenbar hat jemand versucht, sie zu verstecken. Und Wege. Vergebliche Mühe. Was haben wir hier? Ja, der Minivan sprang nicht an, aber wir haben ja den Verteiler bekommen. Er wäre um ein Haar ertrunken. Und down the rabbit hole. Ah, okay. Abby ließ ihren Rucksack in der Küche der Lodge zurück. Oh nein. Das arme Kind und sein Häschen. Abby kam nicht zur Hilfe, als er im Wald angegriffen wurde. Silberstückchen. Wer es findet, dem gehört. Ja, Ryan rannte durch den Wald und konnte gerade noch sehen, wie Nick von einem Jäger weggeschleppt wurde. Ryan gab einen Schuss ab und verfehlte den Jäger. Wollte ich ja auch. Ryan sah mit an, wie der Jäger sich seinen Finger abschoss. Oder seine Finger. Jacob lenkte den Jäger nicht ab. Der Jäger schüttete Jacob Blut ins Gesicht. Ryan hörte ein Rascheln im Gebüsch, schoss aber nicht. Ja. Ist besser so, sonst hätten wir ihn abgeknallt wahrscheinlich, denke ich mal. Sorry, ich gucke mir das immer zeitnah jetzt an am besten. Guck mal, wenn ich schnell laufe, dann läuft er auch schnell. Sieht schon ein bisschen witzig aus. So, das war die Hütte, die wir aufgeschlossen haben. Oh ja. Immer in Gefahr. Zimmer 10. Oder Hütte 10 besser. Noch ein Brief? Ach nee, die Zeitung. Freakshow Inferno, Dutzende Tote nach Wanderzirkusbrand. So groß die Vorfreude auf den Wanderzirkus Harumskarum in den Hackettwäldern war, so groß ist auch das Entsetzen über die Tragödie, die sich gestern Nacht ereignete, als eine Feuersbrunst durch die Attraktion fegte und alles in nur wenigen Minuten dem Erdboden gleichmachte. Bis es der Feuerwehr endlich gelang, die Flammen zu bändigen, waren bereits Dutzende ums Leben gekommen. Von offizieller Seite wurde zwar noch keine Zahl bekannt gegeben, dennoch können wir bestätigen, dass auch Sheriff Hank Miller aus Northkill unter den Opfern war. Die Brandursache ist noch unbekannt. Laut Zwischenbericht der Polizeibehörde in Northkill gibt es jedoch keine Hinweise auf Brandstiftung. Wie es scheint, handelt es sich um einen tragischen Unfall. Trockene Waldgebiete sind bekanntlich ein gefundenes Fressen für Flammen und obwohl alle vorschriftsmäßigen Sicherheitsmaßnahmen bei Harumskarum eingehalten wurden, sind solche Fälle von höherer Gewalt leider unvermeidbar. Wir sind in Gedanken bei Hanks Familie und all jenen, die bei dieser Tragödie ihr Leben verloren haben. Auf die Frage, wie die Familie Hackett als Eigentümer des Grundstücks auf die Nachricht reagiert hat, schwiegen die Behörden. Wichtig ist jetzt erst einmal, dass Vorkehrungen getroffen werden, um weitere Vorfälle in Zukunft vorzubeugen. Zudem müssen die Verstorbenen identifiziert und ihre Angehörigen benachrichtigt werden. Die Öffentlichkeit wird gebeten, das Gebiet während der laufenden Nachforschung weitläufig zu umgehen und zu beachten, dass die Hackett-Wälder Privatbesitz und ein lizenziertes Jagdgebiet sind. Nächste Woche wird auf dem Stadtplatz eine Kerzengedenkstunde im Andenken an die Mitglieder von Harumskarum und die Zuschauerinnen und Zuschauer abgehalten, die auf so schreckliche Weise gestorben sind. Einzelheiten dazu werden wir in den kommenden Ausgaben veröffentlichen. Interessant, also sind die alle tot, aber was ist mit der Frau, die unsere Tarotkarten liest, die wir finden? Gut, das war's wohl. Ja, der Wolf, der Werwolf, der lässt sich wohl ein bisschen Zeit. Die sind ja mehr aus wie gehäutete Hunde, nicht wirklich wie Werwölfe, oder? Das rote Licht, das ist halt echt gruselig hier. Rot ist gruselig, nicht vergessen. Red is scary. Okay, ich glaube hier außen brauchen wir gar nichts mehr gucken. Okay.
Okay. Okay. Hinter der Hütte war bestimmt ein Tarotkarte und ich habe sie verpasst. Naja. Beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich werde nochmal Zeit haben, es ein zweites Mal zu spielen, Leute. Mit längeren Parts vielleicht. Und anderen Entscheidungen. Vielleicht sterben dann auch mehr. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay, okay. Ich richte das kurz ein. Immer das empfindlich, okay. Ja? Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Das Mr. H. brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Der Technikkram war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht, wie Klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut und ein paar von uns sind verletzt. Und, wir brauchen dringend Hilfe, also bitte. Hier sind, fiese Bären und, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen. SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Wow. Profi. Und war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Boah, Junge, geh vom Fenster weg. Gibt's da keine Fensterläden oder sowas? Ja, nur. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Der Rest der Betreuer. Weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Oh, cool. Oh, Scheiße, die haben uns gemeint. Fuck, 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 was für eine Scheiße, Mann. Wie? Wir haben's verraten! Im verdammten Radio! Fuck!
wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße, fuck. Hey, nicht durchdrehen, okay? Lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Okay, ja. Warum fragst du mich nicht, dass da draußen was ist? Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Ich weiß es auch nicht. Ryan? Die Taschenlampe auf einmal an. Ist das ein Bär? Bären klettern aber. Du willst jetzt nicht ernsthaft einfach so blind aufs Dach schießen, oder? Dämlich. Nicht schießen. Was war das? Was ist das? Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, Scheiße. Sie sind auf dem Weg. Wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, sag, sie sollen sich... Fuck, nein! Drück die Taste! Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf! Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens! Geht in eine Hütte, los, schnell! Oh, fuck, Mann! Sie sind weg. Was jetzt? Wir töten es. Das ist kein normales Tier, Mann. Ich glaube kaum, dass das Gewehr was bringt. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht ja doch, was soll sonst sein? Ich weiß nicht, Mann, ich halte es nur für keine gute Idee, mit rauchenden Waffen auf irgendein Supertier loszugehen. Was? Was bleibt uns denn für eine Wahl? Wenn es ein Gehör hat, wie ein Hund oder so. Ich meine, ich könnte eine hochfrequente Rückkopplung erzeugen und dann voll aufdrehen. Ich meine, das wird richtig schmerzhaft, aber... Das ist eine gute Idee. Okay, gut, tun wir es. Rückkopplung. Ich glaube, es wäre egal gewesen, welchen Dialog ich ausgewählt hätte. Okay, komm, Alan. Du schaffst das. Hallo. Hab's gleich. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay, ja. Gut. Irgendetwas fehlt, aber... Aber was? Oh, fuck. Das Kabel hat's erwischt. Reparier's. Ich lenke es ab. Mach schon, los! Beeilung! Okay. Na, was jetzt? Du lenkst es ab, oder... Scheiße! Alter! Oh, fuck! Oh, Mann!
mein Gott! Was ist das? Halt es auf! Was soll ich tun? Es breitet sich auf! Du musst sie abbrennen! Brenn sie ab! Brenn sie ab! Oh. Scheiße! Fuck! Okay. Halt einfach durch! Nimm die Kettensäge! Fuck! Groovy! Anspielung auf Evil Dead. Wie geil. Muss das sein? Ja, mach! Ja, tu es einfach! Tu es einfach! Oh Gott! Alter! What the fuck? Leute, Fleischwunde. Hol das Kabel. Was? Hol das Kabel. Das Ding, hol es. Mach ich. Steck es in das Dingsbums. Fest drauf. Alter. Das hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Was muss ich tun? Hast du die Tasse? Drück den Stumpen ins Ohr, wollte ich sagen. Lautsprecher im Arsch. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Ach du Scheiße. Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig. Oh, warte kurz. Alter. Warum hast du das getan? Du wolltest es so. Oh, ganz schlechte Idee. Oh, fuck. Nee, es war die beste Idee, glaube ich. Ah, ist wieder cool. Tut auch nicht mehr weh oder so. Ist es sicher? Ich denke schon, fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, Scheiße. Hat uns aus der Lodge gejagt. Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Gut. Aber nimm dir die Kettensäge nicht mit, das ist eine Waffe mehr. Was zur Hölle war da oben? Keiner fragt wegen der Hand. Ah, doch. Oh mein Gott! Dylan, was ist los? Ach, mir geht's gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Puh, heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Nein. Nun, so ähnlich. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Oha. Wer ist da? Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Ich glaube nicht, dass sie auf euch schießt und dann wegrennt. Scheiße, Dylan, was ist das? Oh, crap. Oh mein Gott. Tote Frau. War das vielleicht ein Wolf und sie ist dann ins Wasser gefallen und ertrunken und hat sich wieder zurückverwandelt? Aber die sind ja nackt, die haben ja keine Unterwäsche an. Ich muss sagen, ich find's richtig gut bisher. Also es ist halt nicht so käsig wie die anderen Spiele von der Anniversary hier. Von der Dark Anthology, meine ich. Nicht Anniversary. Nee, doch, bisher gefällt es mir echt gut. Ich hoffe, es geht eine ganze Weile und ist nicht so schnell vorbei wie die anderen. Ja, hab keine Karte für dich. Leider. Oh, willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Ohne Karten muss ich dich leider enttäuschen. Ab mit dir.
Es gibt genug zu finden. Du musst nur suchen. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Jo, mach das mal. Sie ist halt immer noch so eine komische Figur, die mir gar nichts sagt. Kapitel 6, Nachtgebet. Emma! Gottverdammt. Mist! Fuck! War das die Wahrsagerin? Mann, ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Fuck. Okay. Er fühlt sich offenbar sehr wohl, hier mit der Unterwäsche nur rumzulaufen. Geht auch nicht mehr. Nee, geht auch nicht zurück. Alles klar. Ist er wieder am See? Okay. Ich glaube, das ist ganz gut, dass er das Blut im Gesicht hat. Das vielleicht verscheucht das die Viecher ja. Keine Ahnung, was das bringt, aber es hilft auf jeden Fall, die abzuwehren. Puh, da will man echt nicht fallen. Ich wette übrigens, die beiden vom Anfang, ihr wisst ja noch, der eine ist hundertprozentig ein Werwolf geworden. Und was mit ihr ist, war das sie mit der Augenklappe? Nee, oder? Sie hat ja kein Auge verloren, sie wurde ja betäubt von den Polizisten. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Schuhabdruck. Der ist aber gar nicht so groß, wenn man dir überlegt. Ich meine, wenn er mit Barfuß vergleicht, du hast ja noch... Da ist ja noch mehr Spielraum in dem Stiefel, von daher... Ist er wahrscheinlich... Ist das der Hühner da, der große Typ? Ich vergesse immer, dass ich alles mehrmals untersuchen kann und sollte. Was ist das denn? Eine Kamera? Eine Speicherkarte. Oh nein, ich habe was vergessen. Scheiße. Die Speicherkarte einer kaputten, verdreckten Kamera, die im Wald verloren ging. Vielleicht ist da ja was drauf. Ja, erstmal zwischen die Arschbacken. Die Hosentasche der Natur, ne? Heute Thema. Ich fand die Kettensäge so geil mit Groovy, weißt du? Richtig witzig. Gerechtigkeit. Wow, weißt du, in solchen Momenten musst du halt... Oh, warte, ich wollte gucken. Wow, ich habe so viel verpasst. Das gibt's gar nicht. Gerechtigkeit. Auge um Auge. Nicht ganz wörtlich, sondern oft im Sinne von Ursache und Wirkung. Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir müssen alle dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. www.radioshoppen. An alle Hacker-Tiere, das ist euer Weckruf. Der Radioschuppen neben den Hütten dient der Einhaltung der Tagesabläufe.
Das Radio, über Radio informieren wir unsere Camper über den Beginn von Aktivitäten, Essenszeiten und alle wichtigen Termine im Camp. Denn informierte Camper sind glückliche Camper. Das Poolhaus. Direkt neben unserem modernen Pool befindet sich das Poolhaus, wo sich die Camper nach dem Badevergnügen ungestört abtrocknen und umziehen können. Hier gibt es außerdem Schließfächer für die Besitztümer unserer Camper, um ihnen einen sorgenlosen Tag ins kühle Nass zu ermöglichen. Ist echt ein gar nicht so kleines Areal. Wo sind denn die anderen jetzt? Sieht man gar nicht, ja? Camp Lodge. Nee. Drei unbekannte Orte gibt's noch. Hinweise. Ausgelöste Bärenfalle. Wenn die hier für die Kreaturen gedacht war, die den Radioschuppen angegriffen hat, war sie womöglich nicht sehr hilfreich. Das Ding war schnell. Ihr habt sie auch deaktiviert, ne? Nur mal so. Unter den Kaninchenbau. Dylan wurde aber dann versucht, die Rückkopplung zu erzeugen, von der Kreatur gebissen. Ja. Dumm, ne? Helfende Hand. Ryan beschloss, Dylans Hand abzutrennen. Ryan trennte Dylans Hand mit der Kettensäge ab. Dylans Infektion breitete sich nicht weiter aus. Sehr gut, sehr, sehr gut. Also ist Nick der einzige Wolf bald. Ja, wir sehen zu. Verdammter Scheiß! Oh mein Gott, Emma. Bin ich froh, dich zu sehen. Wow, was? Scheiße, Mann! Au! Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Oh Gott. Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein... Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was? Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Ja, Dito. Shit, okay, weißt du was? Ist gut, okay? Hast recht. Tut mir leid. Du nervst unfassbar. Oh mein Gott, können wir das später diskutieren, okay? Ganz im Ernst. Ich suche dich, seit ich von diesem Ding zum ersten Mal gehört habe. Von den Dingern? Also Plural? Was, wirklich? Oh. Ja, schreit doch noch mehr rum. Weg! Diese Viecher. Jacob! Sorry! Shit, 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 shit. Verstecken. Viecher.
Das Blut sollte doch helfen, dachte ich. Verdammt! Oh, das sind überall Bärenfallen, Alter. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Alter, guck doch, wo du hinläufst. Ah, fuck! Ah, oh, du bist Scheiße! So rausziehen oder loseisen? Fuck! Oh, fuck! Shit! Könnten Sie auf! Oh Mann, ey. Du bist, ich sag lieber nix mehr. Wer ist sie denn? Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaub nicht. Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Oh, Kacke, ey. Oh, Mann. Arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Er sieht scheiße aus. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Hey. Komm her. Oh, Nick, was soll das? Oh, lass das. Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Wow! Alles okay? Sollt ihr nur aufhören? Nick! Mann! Nee, wir helfen ihm nicht. Ich glaube, Caitlin war auch ein Werwolf. Hey, hey, ist okay. Schon okay. Ich hab dich. Was hab ich getan? Ich weiß nicht. Hey, bleib weg von dem. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Jetzt regnet es auch noch. Ja, ich glaube, Wasser ist nicht gut für sie. Ist das vielleicht so eine Mischung aus Werwolf und Vampir und deswegen... Abby. Na, ich weiß nicht. Ruh dich aus. Ist ja kein fließendes Gewässer, fuck, so ein Pool. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut, du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären. Hm? Sie ist echt die Vernünftigste. Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Noch eine Kettensäge zum Beispiel, um den Kopf abzutrennen, ja, fände ich ganz gut.
Es ist auch dunkel hier, meine Güte. Ich glaube, Nick ist verloren. Das wird nichts mehr. Den können wir nicht retten. Wie denn auch? Oberschenkel amputieren geht halt nicht. Mann, ist das düster. Ich sehe halt kaum was. Gib dir wenigstens eine Taschenlampe oder so, bitte. Die heilige Toilette, die als einziges beleuchtet ist. Warum sagen die hierzu eigentlich Poolhaus, wenn... Ja... Aber jetzt sitzen sie alle rum und schweigen. Das ist mehr das Toilettenhaus. Wo Caleb jetzt wohl ist? Ja, hab schon wieder was übersehen, ha? Ein neueres Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hacketts Kindern Caleb und Kaylee. Ich wette, Caleb ist auch verwandelt. Sieht überhaupt nicht gruselig aus. Unheimliche Zeichnung. Unter diesen Fundsachen befindet sich eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Diese Geistergeschichten scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. War so anders hier, vor nur 12 Stunden. Ja, da war es hell, ne? Perspektive. Gibt's auch Kameras in den Duschen, ja? Ah, ich wusste, es ist hier irgendwo was, eine Tarotkarte. Der Mond. Der Mond, wie passend, gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verhandle oder verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Und allein schon die Symbolik, dass überall Wölfe zu sehen sind, ne? Ich meine, ist ja schon klar, um was es sich hier handelt. Das war es recht früh. Und guck mal, auch ihr T-Shirt, ne? Mit den Monden und der Motte. Ja. Die Motte jetzt nicht so, aber... Sehr symbolträchtig. Alles. Ja, gibt nix, Nick. Wir haben nichts für dich. Ich gehe nochmal zum Foto. Ne, auch nichts mehr. Okay. Es gibt nichts, was wir tun können für ihn, so wie es aussieht. Ja, so besser? Ja. Mehr haben wir nicht. Hey. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein, Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Huh. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja,
Na gut, mit diesen schlauen Sprüchen würde ich sagen, entlasse ich euch mal aus dem Part. Lasst mir ein bisschen Liebe da, liked das Video und kommentiert und dann sehen wir uns bald schon wieder zu The Quarry. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.